müssen auch irgendwann in der Story mal weiterkommen. Endlich passt ja. Dennis. Normalerweise Probleme habe, meine Gedanken in Worte zu kleiden, die dich nicht total verwirren oder anekeln, habe ich nun das Gefühl, dass meine mentalen Prozesse überraschend konzentriert sind. Ich habe nur zwei Worte für dich. Die vielleicht wichtigsten zwei Worte, die je auf Pandora gesprochen wurden. Töte Jack! Hier, Genie! Das könnte dir bei deinen Bemühungen helfen, ein irrsinnig großes Loch in Jacks Gesicht zu hinterlassen. Nice! Was? Was hat neue Stärke? Gut. Ja, neue Stärke, quasi fast doppelt so viel Leben hast du danach wieder. Wenn das wer haben will, sag Bescheid, ich hab's mir gerade aufgenommen. Warte, was macht das jetzt? Wait. Wenn du neue Stärke hast, also wenn du wiederbelebt wirst, bekommst du... Bekommst du normalerweise, keine Ahnung, 35% deines Lebens, sagen wir mal, ne? Und das gibt nochmal 90% davon. Also quasi, wenn du 35 Leben hattest... Ich habe am Anfang des Machtkämpfes um dein Leben 16,3% und Neustärke Gesundheit 88%. Und das ist 89%, aber sonst gar nichts. Aber sonst eben nichts, ne? Ja, okay, dann bringt das nicht viel. So, Scooter. Ja. Faster, harder Scooter. Jai. Boah, ey. Okay, das ergibt mehr Sinn. Okay. Dann sag mal. Sag mal, dass ich sie liebe. Oh, Himmelmädel, das weiß sie doch schon. Kennst du familiäre Versöhnung? Ja! Warum machst du das immer? Jod. Oh, hey Mann. Ellie und ich haben gerade über dich geredet. Jetzt sieh zu, dass du lebend zurückkommst, ja? Und wenn's geht, dann bring bitte Jacks Kopf auf einem Spieß mit. Okay? Ah, liebt gerne. Was Guter sagte, ich will den Schädel dieses Wichsers aushöhlen und Nachos daraus essen. Okay. Das ist zu viel. Hätte ich fast vergessen. Ellie und ich haben was für dich. Hallo. Warum schenken jetzt alle Sachen? Ist halt so. Die ist geil. Nehmen sie. Okay. Und rat, was sie für ein Claptrap kriegen. Ja, wahrscheinlich einen feuchten Händedruck. Bestimmt. Wir haben ja noch mehr Leute, mit denen wir reden sollen. Haben wir? Nee, nur Claptrap, oder? Schau doch mal auf die Seite, bitte. Ach ja, stimmt. Ist das die Claptrap, normales... Mit Claptrap müssen wir reden, genau. Ja, eben. Das, also nicht mit Claptrap. Ich rede mit Moxie dann mal, ne? Logisch. Ja, Moment, ich möchte auch zu Moxie essen, dann sehen und. Damit wir nicht alles permanent gleichzeitig haben. Ja, wir haben es nicht gleichzeitig, aber man. Jetzt. Man hört sie auch über Intercom. Ja, ich laufe euch hinterher und mache nichts. Aber die Qualität. Ich habe langsam genug von diesem handsome Jackass. Erledige ihn, dann wirst du nie wieder für einen Drink bezahlen. Hier, ich habe was für dich. Hey, was ist das? Dreckig. Schießt schnell. Dreckige Kacke ist das. Gift. Nein, das da. Ich meine, da schießt 4,6. 8. Es ist halt eine gute Menge an Korrosionsschaden, ne? Ja. Egal. Einfach mal mitnehmen. Ja, dann kannst du nicht schon wieder Geld verlieren. Was? Nein, ich bin nicht glücklich mit sich. Dann noch mit dem Hammerlock, genau, mit dem kann man auch direkt reden. Nun, mein alter Freund, ich wünsche dir das Beste. Mögest du von deiner Reise mit Blut an den Händen und einem Lächeln auf dem Gesicht zurückkehren. Oh, hätte ich fast vergessen. Bitte sehr. Dachte, das zieht er sich aus seinem nicht vorhandenen Arm, okay. Feuer. Auch eine Sniper wieder, ne? Ja, Ja. Also meine Sniper haben alle mindestens 2000 Schaden irgendwie, mehr oder weniger. Was denn sowas? Nimm es mal mit, ja, nein. Die eine hat nur 1500 Schaden, aber das ist halt irgendwie Korrosion und das ist mir in Snipern irgendwie meistens lieber. Ja. Wobei eigentlich Sniper für Menschen vernünftig sind, aber wenn wir gleich gegen Hyperion-Gedöns kämpfen, ist das definitiv besser, ja. Hey, Markus. Hallo, Markus. Jacks Monopol auf Waffen kickt mich fast aus dem Geschäft.
aber das ist nicht der Grund, warum ich seinen Tod will. Ich will ihn tot sehen, weil er ein gieriger, mordender Bastard ist, der schreiend sterben muss. Viel Glück! Okay. Kannst du vielleicht brauchen? No. Johann, ey. Das werde ich nicht brauchen. Tut mir leid, Markus. Was gibt's denn? Eine Waffe. Mittelmäßige, ja. Okay. Ach, die gibt's auch noch. Diese lyrischen Künste. Mhm. So, das dürfte alles gewesen sein, ne? Ja. Man muss halt einfach sagen, dass die ränglichen Synchronstimme auch einfach unglaublich verrückt klingt. Das macht's einfach unglaublich gut. Ja, auf Deutsch auch. Deutsch ist die Synchronstimme von Lisa Simpson. Besser geht's eigentlich nicht. Ja, ja. Okay, Crab-Trap. Dann wollen wir. Moment. Crab-Trap. Okay. Das hab ich mal irgendwann gesagt von der Ewigkeit. Und das steht auch schon seit Anbeginn der Welt bei uns in der Videobeschreibung so drin. Aber gut, dass du bei uns ja nur mitmachst. Ja, gut, dass du mitmachst. Okay. Ich bin beruhigt, dass End wir nur Crab-Trap irgendwo treffen müssen. Bitte? Ach, ich finde nur gerade die Quests, die gerade schön. Go to Iridium Blight, end this. Jo, bring es zu Ende. Bring es zu Ende. Alter, ich hoffe, dass wir den Spaß so endlich mal loswerden. Dann gäbe es die Pre-Sequel ja nicht. Oder doch? Ist es die Sequel oder die Prequel? Können sich Leute mal entscheiden. Glaube, deswegen ist es die Pre-Sequel. Engage. Nein. Jip. Spürst du das? Dieses Knistern in der Luft, wenn man jemand unbedingt umbringen will, habe ich lang nicht mehr gespürt. Tu alles, um ihn davon abzuhalten, den Krieger zu wecken. Ach, stimmt. Selbst wenn du mich dazu töten musst, lieber tot als eine alte Jungfer. Rick und ich treffen dich am Heroes Pass. Sieg oder Niederlage, wir beenden das gemeinsam. Vielleicht schaffen wir es nicht, Slap. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich eine Menge Spaß hatte. Natürlich schaffen wir das. Man kann nicht dieses Ende wird so episch aufgebaut. Es wäre doch irgendwie schade, wenn das einfach nur ein kleiner Headshot und dann nichts wäre. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass es genau das ist. Und Jack sagt, haha, du kannst mich jetzt umbringen, aber kannst du nicht, weil das ist irgendwas, was ein Roboter ist. Haha! Ja, der findet immer irgendwas, ne? Ich habe die Luft mit irgendwelchen halluzinogenen Mitteln angereichert. Du hast tatsächlich Lilith getötet. Haha! Und dann kommt Lilith, aber ich lebe doch noch. Boah, wir sind fies. Wir sind fies zu dem Spiel. Und hört die Wirkung auf und es ist einfach nur ein Gag gewesen. Der hört die Wirkung auf und wir liegen eigentlich alle so nebeneinander irgendwo in so einem Teich und angeln Fische. Mit Mund. Mit Mund. Mit der Nase, wohlgemerkt. Von Jack. Weiß vielleicht nicht, ob wir stehen bleiben sollten. Müssen. Sehen, was uns da hinterher kommt. Müssen. Okay, nun dann laufen, würde ich sagen. Ja. Weil wir hier mit... Hi. Den Arsch auf! Was sind Planeten? Was ist das? Schau dir deine Arme an! Das will ich sehen. Ja, das will ich auch sehen. Komm mal, bitte, bitte, dann mach das. Hey. Untertan, Feuer auf dich, während ich mich zur Türsteuerung stehle. Essen Feuer. Ach, ich Feuer. Feuer. Level 28er. Fame. Level 26er.
Die Waffe ist ja schon fast unfair, Alter. Aber nur fast. Dieser Raketenwerfer, okay, den spare ich mir für Jack auf, Alter. So. Stimmt sogar. Ist der? Das stimmt einfach. Ja, er ist einer von den Hyperion-Robotern. Die sind einfach mit diesen ganzen Codes ausgestattet. Mhm. Okay. Der hat uns bis jetzt so ziemlich jede Tür geöffnet irgendwie. Zugriff verweigert. Oh, oh. Okay. Das war auch klar. Bam. Tatsächlich, eigentlich geht mir Zeppels englische Stimme ja genauso auf die Nerven wie die deutsche. Mhm. Aber jetzt, wenn er gerade wirklich so determiniert rumschreit, ist er eigentlich ganz cool. Ist er am Deutschen aber auch eigentlich, oder? Er klingt gerade einfach wirklich irgendwie cool. Mhm. Und das zu sagen, ist, ich weiß nicht, ob ich einfach tot bin schon. Ui. Nein! God fucking damn it! God verfluchte Scheiße! Kann es sein, dass wir nichts gegen die Dinger machen können? Doch! Die haben aber so Schilde! Ist egal! Lol. Wertschöpfen, ich komm da durch! Ich persönlich find's ja. Oh, Leute, ja. Oh. Haben wir es dann langsam mal. Nein, ich glaube, das ist schon der Anfang vom Endkampf irgendwie. Eigentlich... Au, du reißt mir die Ohren eigentlich aus. Sollte mir die Turtles nicht töten, weil... Nicht? Hör doch zu. Er hat es jetzt geschafft, dass die Turtles, die wir gerade umgebracht haben, für uns kämpfen. Au. Egal. Down. Reiß mir trotzdem die Ohren aus. Okay. Deswegen dachte ich eigentlich, dass wir die ganze Weile nicht reden und nur den Blacktrip zuhören, weil der gerade wirklich gute Sachen redet. Warum auch immer. Das ist so selten. Eben deswegen, ja. Das haben wir noch nicht. Könntest du mal stehen bleiben, Frankstein? So? Na, schafft das diesmal? Ach ja, stimmt, wir sind immer noch in so einem Ding. Ja, er hat's geschafft. Oh. Stay alive, Maniacs! Tür wieder zu. Auf, zu! Auf, zu! Ja, goddammit. Das ist geil, Alter. Klingt gut. Aber ernsthaft, dieser Humor von dem Spiel ist einfach... höher. Auf dir zu. Ich hab ihn gerade einfach verbrannt. Bitte. Okay, warte. Wo ist Corby? Da ist nicht Corby, da ist Corby. Nee, wenn ich hier Water da umbringen darf, ist alles okay. Sorry. Leben für uns. Ja. Ah. Granate für den Warlorder. Oh ja, bin ich. Plätze, ne? Wieso kann ich nicht mehr nachladen, hä? Die Türen gehen mittlerweile teilweise weiter auf als vorher. Ja. Bleiben. Gut. Verstärkung erschöpft. Oh. Mach dir nichts draus, Baby. Bist nicht das erste Mädel, dem das passiert. Okay. Okay. Chapter ist gut. Ich bin gerade schon nicht cool. Haben wir? Im Englischen. Ich wurde erschaffen, um Türen zu öffnen. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten, Untertan. Gemeinsam werden wir Pandora befreien.
pass auf Bambi dazu. Oh. Okay. Continue alone. Okay, gut. Gut. Danke für diese Liste. Ja. Ich bin so allein. Also, können wir bitte hier weg? Nein. 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 Okay, jetzt. Ich will nicht mehr. Du bist irre. Aber es ist so cool. Mhm. Das ist so durch einfach. Ich hab keine Granaten mehr. Aber da oben kann man kaufen. Kindsmörder? Der Schlüssel ist wieder aufgeladen. Das Ende der Welt naht. Ja, ja. Ja. Schöne Steinblöcke. Was Nennenswertes? Wenn du noch lebst, Munition. Dass es so bleibt. Iron Plasma Stück 28. Also ich habe auch noch Plasma gefunden, wenn ich irgendwie noch mal nachschauen, was das ist. Die gibt's sie zu kaufen. Naja, ich habe auch eine gefunden für mich, deswegen schaue ich gerade nach. Spielkapazität plus. Corrode Chance, Corrode Damage, kinetische, Kinetic Reflection und Helios. Welche sind das? Kinetic Reflection. Hier, das da. Ich hab auch noch eine für dich hier. Aber Level 31 erst. Was ja eigentlich bald sein dürftest. Mhm, ich suche gerade Helios. Helios. Ah, na, ist nicht unbedingt meins. 31 habe ich bald, ja. Kann ich sagen mal mit. Obwohl es grün eigentlich auch nur. Also, hm. Ja, ja. Machten die. Diese Typen können doch nicht festhalten. Ah, Moment kurz. Ach ja. So. Okay. Okay. Kiste. Klo. Leer. So. Gut. Davon hin. Möchte ich durch. Da sind nämlich, wieder Kisten und alles hinter. Das war gut. Guter Versuch, Simon. Let's follow that cable, as always. Siehst du hier ein Kabel? An der Decke. Ah. Läuft an der Decke entlang. Okay. Geht dahin. Zu diesem Teil. Ist ja ungern, aber da kommen Hyperion-Soldaten auf uns zu. Ach, passt schon. Ich sag's ja ungern, Granate. Ich sag's ja ungern, ich bin. Holy shit, mein Schild hat mich gerade einfach gegengeheilt. Ahem. Ich hol mal kurz meine Korrosionssnapper raus. Ja, gute Idee. Jo. Hoch. Explosion. Da bist du. Hilf dir mal ein bisschen. Oh, jo. Scheiße. Jetzt helf dir ein bisschen. Falls ich nicht doch noch sterbe, fuck. Ja, passt schon. Danke. Ich glaube, die Fähigkeit ist echt super. Weiter so.
Der wenn dann eigentlich nur nervig ist, so gesehen. Ja, meine bringt schon was, aber ja, halt bringt dir was eben, aber eben nicht im Team. Oh, da ist ein riesiger Chef angekommen. Doch, die bringt Guys. Dem Team, die bringt dem Team einen ziemlich krassen Damage-Dealer. Ja, gut. Bringt Death Trap aber eigentlich auch. Hilfe! Einfach mal dran, genau. Dann sterb übrigens. Ach Zeugs, ja ja. Also, wie danke. Geht's dir? Ich will von meinem Kreuz, verdammt! Okay. Du holst mich keiner ab! Von deinem Sohn? Was? Hat Rick gerade von seinem Sohn gesagt? Habe ich das falsch verstanden? Von meinem Freund, weg von meinem Freund, hat er gerade gesagt. Halt euch, ich bin dran. Kann ich erstmal nach der Kiste schauen, bitte? Nein. Mach ich jetzt aber. Ja, wir gucken erst nach der Kiste. Ja, dann macht mal alleine weiter. Ja, Brick läuft weiter, nicht wir. Schaffst es? Na, das ist wahrscheinlich das Kabel, was noch weiter hier lang führt. Alan. Dann lassen wir es einfach mal. Jo. Alter, diese Explosionen machen mich ein bisschen verrückt. Kommt man da drüber? Ja. Ja, aber kommt. Hab den Kasten gefunden. Und bin down. Schön. Ich hab's umgelegt. Können wir nochmal Schritte zurück, da? Nein. Ich will aber. Geil. Na dann. Ach Gott. Danke. Ich meine, ihr könnt auch gerne weitermachen derzeit, wenn ihr unbedingt wollt. Ey, wenn du schon los willst, dann will ich da auch was von haben. Eben. Dachte ich mir nämlich eigentlich. Ja, noch einen Moment Ruhe vom Sturm, meinst du? Vor allem, weil das ist ja nicht nur eine Kiste, das waren ja einige Kisten. Verschiedenstes hinter dieser. Aber es ist so antiklimatisch. Ja, und? Es ist Loot. Ja, ja. Naja, einige Kisten. Okay, das. Was? Okay. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wir haben weiße Glasmods in dieser Kiste drin. Okay. Antiklimatisch, sag ich doch. Aber das konnte ich jetzt nur wirklich nicht wissen. Man würde hier wirklich was anderes erwarten. Tut mir leid, aber. Würde ich auch. Ja. Verarscht einen gerne halt. Genau mit der Tür, ich hab die gleich offen. Ja gut, das war ja positiv irgendwie, das war lustig. Ja gut. Auf dem Schiff steht da was Jack drauf, das ist voll praktisch. Ja. Hoppala. Ich wollte ein bisschen nachladen eventuell. Naja, super. Ah. Ach, ist nur da oben. Ich nehme mir die Dinges-Munition mit, die ich brauche. Na dann. Hier liegt noch Iridium. Oh ja, schön. Geld, 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 Geld. Wenn Ricky alles schon planiert hat. Ja, ne? Entschuldigung, dass ich meine Munition aufstocken will, Brick. Ah, die sind auch wieder geschildert. Eigentlich sind wir wieder nicht. Wollen wir nicht in der Lage sein, die zu töten, aber du kriegst sie trotzdem kaputt. LOL! Licht everywhere. Licht? Was für Licht? Ich hab nur grad. Das war gerade alles irgendwie hellblau. Okay. Und AP-Dealer, oder? Böse. Aus. Ach, wer hat's gedacht?
kann dich. Na so. Durchschneller. Ah, hier unten kann man sicher stehen, hier drin. Yo! Halbwegs. Versuch's mal, ne? Ja, ja. Könnte knapp werden. Oh, passt schon. Jo, passt bei mir aber nicht. Ich sterbe währenddessen. Hat's Ding gemacht. Jo, das Ding gemacht. Alter, fuck it. Die sind ein bisschen heftig. Die Herzbogenschützen, die kaputt haben sollten, besser. Ja, kannst du gerne machen. Ich hab nur gesagt, wir sind eigentlich nicht. Eigentlich sollen wir die nicht kaputt kriegen können. Laut dem Spiel. Ich hab nicht gesagt, dass es das eine schlechte Idee ist. Übrigens bin ich. Oh, geil. Okay, tot. Geil. Ah, sorry. Hättest was sagen müssen. Ja, das siehst du inzwischen. Ich bin gerade selber am Kämpfen. Und vor allem, wenn ich vor dir stehe, kann ich das nicht sehen. Vor allem, wenn ich gerade mit meiner Korsions Shotgun arbeite. Wo spawn ich denn? 13 Meter von Ding entfernt. Ja, 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 ja. Also normale Waffen machen den Schilden gar nichts aus, nur dein Claptrap, dein Claptrap kommt irgendwie durch, genau. Ja, und meine normale hier Blitzwaffe. Ding. Ja, ja, weil Schockschaden einfach an dem Schild vorbeiläuft. So. Okay, wir haben eine kurze Pause jetzt vielleicht. Wollen wir kurz einen Punkt verteilen? Wir haben gerade alle Level. Nee, was? Konstantin hat vor dir ein Level up. Ja. Das. Weil Konst mehr gerestet hat. Ich krieg nichts mit. Die sind beide da reingerannt. So. Nein. Das war dumm von euch. Oh, weg sind sie. Okay. Mordecai war vernünftig. Der Ding war einfach dämlich. Ich will meine Punkte verteilen. Nein. Dann kämpfe ich halt erstmal. Tot. Machst du gut. Passt schon. Ach, jetzt sind hier wieder Menschen, oder wie? Jetzt habe ich ein Level. Constructor. Jo, ich seh's. Okay, jetzt habe ich endlich was, wo ich die Scheiße hier einsetzen kann. Nö, schon kaputt. Ja, eben, deswegen. Oh shit, ich bin down. Hilfe. Danke. Komm, gib mir die andere Waffe. Eins. Kann man nicht. Drei. Nein, kann man nicht, okay. Nein. Danke. Hyperion Sniper. Alter. Nun. Und ich war gerade tot, dann habe ich gerade den Nahkampf gedrückt und der hat ihn wieder getötet. War sehr interessant. Mag die Shotgun. Alter, ich komme gerade nicht mehr klar. Ich möchte das Riemen aufheben. Scheinbar habe ich ein bisschen Lags. Die ist halt auf. Eins. Safe Point. Kurz Money aufladen hier. Oh, das ist gut, ein Safe Point. Kann man hier noch irgendwo Muni kaufen vielleicht? Du kannst Muni regenerieren, Junge. Ja, aber nicht. Dafür haben wir dich doch. Nicht Rocket Launcher. Ach ja. Dann schießt halt ich meinen Bogen in Ruhe.
Ja, dann. Oh, ich kann gerade noch ganz viele komische Tokens einlösen. Könnten wir auch, aber das ist gerade nicht die Zeit dafür. Jetzt habe ich, glaube ich, alle. Jo. Ganz so aus. Ah, da ist noch eine Granate oben drauf, die nehme ich mit. Jo. Durch die Tür? Nicht durch die Tür. Ich würde. Wahrscheinlich ist die Tür zu. Ein Rocket Launcher. Ist der besser als meiner? Er ist weiß, also unwahrscheinlich. Ja, ich hab nur. Ich hab die Stats von meinem Rocket Launcher nicht mehr im Kopf gehabt. Money. Money, money, money. Enemies, enemies. Nein, Vollauto. Mach ihm einfach keinen Schaden. So. Fast schon. Au. Super Badass Loader. Oh, passt schon. Oh, passt schon, alles passt schon. Kommt. Ja, ich bin dran. Ich hab's gesehen. So. Fuck, Alter. Nachladen. Komm, hopp. Und dann. Mein Gott. Es gibt gerade wichtigere Sachen als. Zum Beispiel, mir Kills lassen, damit ich nicht sofort sterbe gerade. Wechseln. Ja. Neben dir irgendwo. Übrigens, eine ganz gute Sache von hier oben zu snipen, ein bisschen. Ja, überbewertet. Mitten im Kampf muss man sein. Ja, die hat das. What the fuck? Was war das für ein helles Licht? Ja, die meinte ich gerade eben schon die ganze Zeit. Da liegt doch ganz viel Helium rum. Oh, ja. Gut. Gutes machen tun. Hat das einen Grund, dass wir gerade so viel Zeug kriegen? Wirklich? Guck mal, Schiff. Zum Beispiel. Badass Constructor. On a rail. So, wo ist meine Sniper? Nein. Das ist ein Grund, dass wir gerade alle sterben. Wirklich? Ach komm, hier fress die Granate, Junge. Die Raketenwerfer. Kann ich auf die Entfernung mit dem Raketenwerfer überhaupt gut treffen? Ziemlich. Ja, kann ich. Kürzer die Entfernung noch einfach. Raketenwerfer leider leer gerade. Wie wäre es mit verkürzen wir die Entfernung? Sehr gute Idee. Ich zieh's voll auf mich, so alles gut. Weg hier noch kaputt, bevor ich hier weg bin. Kill ihn! Meiner. Dann ist es deiner, Hughes. Fuck. Nein, Alter. Ich dachte, du hättest ihn jetzt gerest. Nein, ich hab's versucht noch, aber too late. Du warst doch dran, deswegen dachte ich eigentlich, das wär's. Ja, ich bin aber nicht mehr hingekommen. Naja, egal. Kostet mich ja nur 11.000. Ah, eben. Geht ja. Ist ja nix und so. Oh, da ist Lava. Okay. Oh, fuck, ich bin down. Warum auch immer? Ach, wegen dem da so da. Die Sniper wohlgemerkt. Hilfe! Danke! Wow, ich kann doch nicht rumrennen, während ich das tue, das wusste ich gar nicht. Man kann auch. Ne, man schießt kann man nicht, während man das tut, ne? Ne. Also der Wirbelwürfel kann schießen, du selber nicht. Hm. Okay, hier Granate drauf. Okay, war unnötig. Ja, was glaubst du, warum ich? Alter, boah, das ist ein Krieg hier, es ist ein Krieg. Ach was. Tod!
durch, Robert! Fuck, natürlich ist das jetzt ein Ironloader. Komm ich da rein? Nein, komm ich nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Ich auch. Jetzt geh weg, Schild! Ich hab mich reingepackt. Okay. Sehr geil! Ich bin da drauf gekrochen im Tod und hab mich reingepackt. Ein Battlesloader ist rausgelaufen, den hab ich einfach kalt gemacht. Ja, ich hab den Grundloader kalt gemacht. What the fuck? Wie hab ich das geschafft? Man weiß es nicht. Das war was. Ja, ich ja, bin ja, ja, ja. Alles gut, ey. Das war das Schild rein. Lünzen. Was willst du denn? Alter. Blitze, Blitze überall. So, noch irgendwelche Kandidaten? Ja, irgendeiner ist noch hinter uns. Ein Load, aber ansonsten ex nö. Oh Gott, was gibt's da? Gibt's da Raketen für Munition? Ja, vor allem gibt's dann erstmal noch Schaden für mich. Gib mir Glasmods. Guys! Keine Raketen für Munition. Das ist ein Ironloader. Ja, ich weiß. Und ich sehe ihn nicht. Doch easy. Aber da. Gehen wir hin, schießen wir ja, mal drauf. Ich hätte ihn nicht sehen können. Aber kommt, der hat die ganze Zeit auf mich gefeuert halt. Glasmods. Ist ja nicht was für mich dabei. Denk mir selber, hab ich schon. Hab ich besser. Nee, ist alles nicht für uns irgendwie. World of the Warrior, Alter. Ist der Name schon. Moment. Wie denn? Ich hätte gerne, dass alle Waffen nachgeladen klingt sind. Nach Awesomeness überhaupt. Ja, ich auch. Jo. Ich hab noch 18 Schuss Sniper-Munition. Das ist perfekt. Schon geil.